recht herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, heute mit diesen Themen. Akteure des Red Bull Skydive Team schaukeln in luftiger Höhe. Es gibt ein Interview mit Manfred Welte zur bevorstehenden langen Nacht der Museen. Und es gibt wie gewohnt die News sowie Wetterinformationen. Mega Swing heißt das Projekt, bei dem Akteure des Red Bull Skydive Teams in luftiger Höhe schaukeln. Wie das Ganze ausschaut, das sehen Sie jetzt. Schaukeln im Garten oder auf dem Spielplatz kennt jeder. Schaukeln in luftiger Höhe, hängend an einem Heißluftballon, wohl eher wenige. Genau das haben sich die Akteure des Red Bull Skydive Teams, unter ihnen auch Marco Fürst aus Hart am Bodensee, zur Aufgabe gemacht. Ich glaube, Mega Swing ist grundsätzlich der Kindheitstraum von jedem. Und ist jeder mal auf einer Schaukel gesessen und hat sich gedacht, ich möchte noch höher kommen, noch weiterkommen und möchte noch viel länger schaukeln. Und ich glaube, so die Grundidee ist von dem entstanden, glaube ich. Dass es dann gleich ein Anwärter auf die längste Schaukel der Welt sein muss, versteht sich fast von selbst. Zwei Heißluftballons, 125 Meter lange Leinen und das Skydive-Team. Vereint im Projekt Megaswing, sorgen nicht nur für spektakuläre Bilder, sondern sichern womöglich auch einen Rekord. Es ist komplett irre, wenn man da auf dem am Korb steht, oder sitzt besser gesagt, und das ewig lange Seil zum anderen Ballon sieht. Man weiß einfach nicht, was passiert, bloß kommt auf einen zu. Und der Moment bis zum Absprung ist einfach schon eine gute Nervosität da gewesen. Zwischen 1500 und 2000 Metern Höhe diente ein Ballon als Anker für die Schaukel, abgesprungen wurde dann von einem zweiten. Weil es ist echt eine große Herausforderung, auch für uns fliegerisch, dass man auf dieser Schaukel sitzen bleibt. Also dass man da nicht irgendwie abkippt oder runterfliegt. Nach einigen Versuchen im Waldviertel gelang schließlich der perfekte Schwung mit einer Länge von 125 Metern über österreichischem Terrain. Ob es sich dabei um einen Rekord handelt, wird derzeit geprüft. Wir dürfen also gespannt sein. Soweit zum Projekt Mega Swing und bei uns geht es weiter mit den Nachrichten des Tages. Die Arbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Ambachtunnel sind bereits weit vorangeschritten und befinden sich in einer entscheidenden Phase. Die Arbeiten in der Oströhre des Ambachtunnels erfordern nunmehr eine einspurige Verkehrsführung während des Tages. Ab Sonntag, den 2. Oktober um 7 Uhr bis Donnerstag, 6. Oktober um 19 Uhr steht für den Verkehr in Richtung Deutschland lediglich eine Fahrspur zur Verfügung. Von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens bleibt, wie bisher bereits auch, die Oströhre des Ambachtunnels für den Verkehr gesperrt. In Feldkirch hat die VKW im Rahmen eines Contracting Models eine Schnellladestation für E-Autos von Taxiunternehmen errichtet. In knapp 20 Minuten am Schnellladenetz gewinnen die Stromer rund 80% der Reichweite wieder zurück. So Illwerke VKW-Vorstandsmitglied Helmut Mennel. Vorarlbergs erste Schnellladestation für E-Taxis steht in der Lichtensteiner Straße in Feldkirch-Thiesis. Wie heute bekannt wurde, hat der langjährige SPÖ-Landesparteivorsitzende Michael Ritsch am Freitag seine Funktion mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Ritsch begründete diese Entscheidung mit seinem gesundheitlichen Zustand. Seine Nachfolge tritt die bisherige Stellvertreterin Gabi Sprickler-Falschlunger an. Am 1. Oktober findet die lange Nacht der Museen statt. Zahlreiche Museen und Galerien in ganz Vorarlberg haben dafür Nachtschwärmer von 18 bis 1 Uhr geöffnet. Natürlich darf bei der langen Nacht der Museen ein Besuch im Vorarlberg Museum nicht fehlen. Wir waren heute schon im Vorarlberg Museum zu Gast und haben uns mit Manfred Welte unterhalten. Wir haben ein ganz unterschiedliches Programm, wobei dadurch, dass wir so viele Besucher in der langen Nacht haben, können wir da gar nicht auf alle Interessen immer eingehen. Also wir machen heuer erstmals Führungen, zu jeder vollen Stunde Kurzführungen, um einfach mal zu sehen, bewältigen wir überhaupt die Besuchermassen. Darüber hinaus gibt es natürlich ein Programm für Kinder, Workshop-Programme in den Vermittlungsräumen, wo man kommen kann und gehen kann, wie man will, wo die Kinder sich einfach kreativ betätigen können. Und darüber hinaus gibt es ein Filmprogramm, Geschichtscollagen nennt sich das. Das ist ein Zusammenschnitt von verschiedenen Dokumentationen über die Geschichte Vorarlbergs. Nicht die ganzen Filme, sondern wie erwähnt eben verschiedene Teile daraus zusammengeschnitten, sodass man ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte des Landes gewinnen kann.
Im Vorarlberg-Museum sind im Schnitt 5 bis 6 Ausstellungen parallel zu sehen. Es gibt also Ausstellungen, die eine längere Laufzeit haben, wie buchstäblich Vorarlberg, wo man eben die Sammlung präsentiert. Und es gibt Ausstellungen, Sonderausstellungen mit einer kürzeren Laufzeit. Derzeit ist das die Ausstellung Bergauf, Bergab, die eben die Bergbaugeschichte im Alpenraum behandelt. In der Bergbauausstellung sind auch Exponate aus Vorarlberg zu sehen, aus dem Montafon, wo der Bergbau schwerpunktmäßig stattgefunden hat, beispielsweise das Vortragekreuz am Bartholomäberg oder dieser schöne Altar aus dem Silbertal. Das sind auch materiell wertvolle Kunstgegenstände, anhand derer man schon erkennen kann, der Bergbau war ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, hat viel Geld in die Kasse gespült und dadurch konnte man sich eben auch solches leisten. Die Bergbauausstellung ist noch bis Mitte Oktober zu sehen, dann ist einmal Umbaupause. Es braucht immer 5 bis 6 Wochen, bis eben eine neue Ausstellung installiert ist. Und dann eröffnet Anfang Dezember die Ausstellung Der Fall Riccabona. Eine spannende Geschichte über die Familien Riccabona und Perlhäfter in Feldkirch. Anhand dieser durchaus auch verrückten Familiengeschichte kann man nachvollziehen, welche politischen Einflüsse eine Familie im Laufe der Generation ausgesetzt war. Und das war sehr heftig natürlich auch, weil eben die Perlhäfters jüdischer Abstammung sind, konvertiert zwar sind zum katholischen Glauben, aber als der Nationalsozialismus kam, wurden sie eben nicht mit dem Judenstempel bedacht, aber als der jüdischen Abstammung quasi gegeißelt, was dann zu Inhaftierungen führte, was zum Konzentrationslager führte. Eine ehemals sehr angesehene Familie, auch wirtschaftlich sehr potente Familie, ist beinahe um ihr Hab und Gut gekommen. Also es spielen auch Themen hinein wie die Wirtschaftsgeschichte des Landes, die Sozialgeschichte und natürlich auch die politische Geschichte. Soweit zu Manfred Welte und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Pariser Autosalon. Die etablierten Hersteller nehmen einen zweiten Anlauf in Sachen Elektromobilität. Die Zahl der bei Unfällen verletzten Personen in Vorarlberg nahm im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015 um 15,6% zu. Das ist im Bundesländervergleich der höchste Zuwachs. Und am Samstag schließt das Calypso in Bregenz seine Pforten. Die VN blicken mit Pächter Hermann Metzler auf 15 Jahre Disco zurück und haben eine gute Nachricht für alle Nachtschwärmer. Wie jeden Freitag gibt es auch heute im Anschluss an die Sendung den Physiotipp der Woche von und mit Alex Fröhis. Bleiben Sie also dran. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Grüß euch! Wir sind hier am Silbersee, am Krischberg, mit unseren Enkeln und genießen hier die schöne Landschaft. Und wie das Wetter morgen wird und die nächsten Tage, das sagen wir jetzt euch. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Morgen Samstag ist es föhnig. Dazu ziehen vorerst nur höhere Wolkenfelder durch, der sonnige Eindruck überwiegt. Nachmittags werden die Wolken zunehmend dichter. Die Wolkenbasis sinkt und gegen Abend sind vor allem im Norden des Landes erste Regenschauer zu erwarten. Davor noch einmal recht warm. Am Sonntag schaut es im Ländle trüb aus und es regnet zeitweise. Der Montag gestaltet sich überwiegend regnerisch und die Temperaturen fallen ab. Am Dienstag ist es wolkig bei 8 bis 15 Grad. Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Herzlich willkommen zum Physiotipp der Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute schauen wir uns an, wie wir mit dem Theraband die Kräftigung von der Oberarmrückseite vornehmen können, vom Trizeps. Der Muskel hat 3 Köpfe, darum heißt er Trizeps. Ganz einfach zum Trainieren. Die Marina macht es uns schon wunderbar vor. Gehen Sie in eine leichte Hocke, in eine leichte Skiposition. Oberkörper wird nach vorne gebeugt. Allerdings mit gerader Wirbelsäule. Die Schultern bleiben immer in Position und aus dem Ellbogen heraus, so wie es Marina jetzt perfekt macht, gehen wir komplett in die Streckung zurück. Die Aktion wird nur vom Trizeps ausgeführt. Der Vorteil dabei, und was noch ein bisschen ein Geheimtipp ist, Sie haben eine Kräftigung vom Rücken bereits mit dabei, weil der Rücken statisch arbeiten muss. Fleißig bleiben, fest arbeiten. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer Alex.